Ja, herzlich willkommen zu einem exklusiven Interview für Hai Blub Blub, aka Blubby, aka die schwimmende Haifischflosse, aka der BBK Turnierveranstalter, aka er ist einfach krass, Mann. Mein Name ist Serious M und ihr seht ein exklusives Interview. Tschüss! Ja, was geht ab? Alles fresh? Yes, dann starten wir doch einfach mal. Der Blubby hat mir ja so einen kleinen Fragenkatalog zukommen lassen. Ich würde vorschlagen, dass wir das einfach mal von unten nach oben abarbeiten. Gemeinsam, teammäßig, Community. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Kleiner Gruß an die ganzen YouTube-Kids da draußen. Ja. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, erste Frage. Wie bist du zum Battle Rap gekommen? Ja, Battle Rap mache ich so richtig intensiv, wenn man es so beschreiben möchte, seit diesem Jahr. Durch die VBT-Teilnahme jetzt ist mittlerweile schon die fünfte gewesen. Der Tänzer hat mich ein bisschen dazu animiert. Macht immer sehr, sehr viel Spaß, wenn wir zusammen im Studio sind und ein bisschen asozial im Modus unterwegs sind. Doch, macht Bock. Ja, ich habe das erste Mal im VBT mitgemacht. 2010, das waren so gerade die Anfänge, da war das so gerade, ey komm, VBT ist am Start, er macht mit, ich mach mit, so ein Mitläufer-Ding war das damals. Und dieses Jahr war es so wirklich die erste richtige krasse Teilnahme, sag ich mal. Wenn man das als krass betiteln kann, ich weiß es nicht. In der RBA war ich auch mal unterwegs, das feiere ich aber leider gar nicht, da bin ich nicht so der RBA-Typ für. Nee, nee. Welche Auswirkungen hatte deine Teilnahme im BBK und im VBT? Positiv und negativ? Ja, erstmal haben wir schön die Community erweitert, haben sehr viele Kumpels hinzugewinnen können, was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde. Unser YouTube-Channel, der ist jetzt schon bei über 1000 Abonnenten. Wir sind mit 18 gestartet. Ist echt ein schönes Gefühl und ein schönes Ding, dass man auch jetzt sich so eine kleine Base aufgebaut hat. Und ja, was ich einfach unnormal geil finde, ist, dass unsere Community, obwohl sie jetzt nicht so überkrass groß ist, einfach so aktiv ist. Die kommentieren, die sind am Start, die teilen die Beiträge. Das ist einfach so geil. Und das zeigt uns auch einfach, dass was wir da jetzt gemacht haben, auch auf jeden Fall Früchte trägt. Und ja, wir haben auf jeden Fall Bock, noch mehr zu machen. Erstmal schönen Dank an jeden Supporter da draußen. Das ist echt geil gewesen so. Ja, negativ, ja, natürlich hast du da irgend so ein paar Pfeifen, die da auf deinem Channel rumlungern und haten und weiß ich nicht was. Ich will mich jetzt auch nicht hier über Hater beschweren oder so. Da gibt es ja genug YouTube-Affen, die sich darüber auskotzen in jedem ihrer scheiß fucking Songs. Nee, man kann es halt nicht jedem recht machen und das ist auch völlig in Ordnung und ist jetzt nicht so, dass ich deswegen irgendwie heulend in der Dusche sitze oder so. In der Dusche sitze. Yeah! Welche musikalischen Projekte verfolgst du momentan? Ich beziehe das jetzt einfach mal auf meine eigenen Projekte, die am Start sind. Ja, jetzt geht so langsam wieder die Live-Saison los. Ich habe jetzt demnächst nochmal ein paar Auftritte, die sind geplant. Dann arbeiten der Tänzer und ich arbeiten an einem musikalischen physischen Release. Musikalischen physischen Release. So. Nächste Frage. Welche musikalischen Projekte sind geplant bzw. verfolgst du momentan? Ja, für dieses Jahr gibt es auf jeden Fall noch ein Release vom Tänzer und meiner Wenigkeit. Es wird eine EP, das kann man schon mal sagen. Wie die EP heißen wird, wird noch nicht verraten. Wie viele Tracks, welche Features und so weiter, das wird alles noch im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. EP ist so für Ende Sommer, Anfang Herbst angesetzt. Ja, das sind so die Sachen. Dann sind wir noch dabei, so ein bisschen den ein oder anderen Free Track rauszuhauen, nebenbei ein bisschen Output. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Welches Ziel verfolgst du mit deinem Rap? Ja, hauptsächlich so ist das wirklich persönliche Erfahrung verarbeiten, war eigentlich so die Hauptintention. Mittlerweile ist es so, ich möchte den Leuten was Gutes tun, dass sie auch mal sich vielleicht mit der Mucke identifizieren.
Ich mache ja sehr, sehr tiefsinnigen Rap und ich denke schon, dass es da die ein oder andere Alltagssituation vom Zuhörer geben wird, wo er sagt, ja Mann, genauso ist es bei mir gerade auch. Ja, ansonsten reich werden will ich damit auf jeden Fall nicht. Soll ein Hobby bleiben auf jeden Fall und macht Bock. Läuft. Gab es jemals einen Kommentar über dich, den du extrem feiern konntest? Ich glaube, irgendeiner. Nee. Ja, und nächste Frage. Was ist dein Lieblingsalbum, deine Lieblingsalben? Fangen wir mal an. Viel höre ist immer noch die Mollekopf-EP von Credibil. Ein sehr talentierter junger Künstler, kann ich nur empfehlen. Mollekopf-EP, gönnt euch das, sehr, sehr geil. Dann höre ich im Moment von Yellow Wolf Love Story das Album, auch übelst, übelst krass. Ja, und dann mittlerweile, ich habe es noch nicht ganz tot gehört, aber ich höre auch im Moment. Und dann höre ich noch das Kontra K-Album, das ist auch sehr, sehr. Sehr, sehr gut. Ich höre sowieso ganz viel Kontra K. Ich mag seine Musik. Sehr, sehr starker Künstler. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? Kann ich ganz leicht mit drei Worten beantworten. King of Queens. Unfassbare Serie. Es ist so, so lustig immer wieder. Und man kann einfach jede Folge tausendmal gucken, ohne dass sie langweilig wird. Das ist einfach geil. So diese Konstellation mit den Schauspielern auch. Ohne mal stark. Was ist dein Lieblingsfilm? Fast and the Furious, die komplette Filmreihe. Ja, ist einfach nur geil. Bin ich mit aufgewachsen, bin ich mit groß geworden. Kindheitshelden, richtig stark, Mann. Feiere ich immer noch bis heute. Was könnte man deiner Meinung nach am VBT-System verändern? Ja, vielleicht ein bisschen das Preisgeld herunterschrauben, beziehungsweise den Preis ein bisschen niedriger staffeln und vielleicht mal die Server ausbauen. Dass man auch mal den Beatpick gewinnt und nicht immer 500 Millionen Mal drauf warten muss, bis die Seite geladen wird. Das war echt ätzend. Und dann vielleicht nochmal dieses Jury-Bewerbungsverfahren ausbauen, dass dann nicht so diese grantigen Graupen in die Jury reinkommen. Und ey, da gab es Bewertungen von Jurymitgliedern. Ey, die waren echt unter aller Sau, das geht gar nicht. Also ich kann mich jetzt nicht so beklagen, aber das, was ich so mitbekommen habe, da wird zum Teil bewertet mit Schimpfwörtern und so. Geht gar nicht in meinen Augen. Völlig unkompetentes Pack. Zitiere mal eine Line von dir, auf die du persönlich stolz bist. Ja, kann ich gerne machen. Aus dem Song Wir zwei gegen den Rest der Welt. Den habe ich für meine beste Freundin geschrieben. Den findet man auf meinem Debütalbum Einzelkämpfer aus dem Jahre 2013. Zwar geht die Line wie folgt. Und weht der Sturm, nehme ich dich an die Hand um, der Welt zu zeigen, nicht zerstört dieses Band und du bist ein Mensch, der mich und meine Werte schätzt, wir beide für immer gegen den Rest der Welt. So sieht's aus. Mit welchem Künstler könntest du dir einen Feature-Track vorstellen? Ich formuliere die Frage mal anders. Mit welchem Künstler würdest du gerne einen Feature-Track auf die Beine stellen, könnte man sagen. Credibil, würde mich ultra freuen, wenn das irgendwann mal realisierbar wird, aber das ist so der Junge, ich. Wirst du dieses Jahr im JBB mitmischen? Ja. Welche Rapper aus dem VBT kannst du in diesem Jahr feiern? Tänzer. Welcher Rapper aus dem BBK gefällt dir am besten? Tänzer. Und Kalito, den finde ich auch nicht schlecht. Genau. Was war das letzte Album, das du dir gekauft hast? CCN3, jo, von Bushido. Das habe ich mir gekauft fürs Auto. Ich muss dazu sagen, ey, ich kaufe so wenig Alben in letzter Zeit, weil ich diese Deezer-Flat in meinem Handyvertrag habe. Das ist immer so verlockend. Da kriegt man immer alles umsonst gestreamt und so. Aber ich habe noch so ein Oldschool-Radio in meinem Auto. Da kann ich jetzt kein Handy anschließen über AUX oder so. Wenn ich dann mal richtig geilen CD-Sound haben möchte, dann kaufe ich natürlich auch ein CD-Album. Physisch. Welche Tipps kannst du neuen Battle-Rappern geben?
Ja, meine Freunde, hört nicht zu viel Battle Rap, konsumiert das nicht 24/7, sondern macht einfach und schreibt einfach alles euch von der Seele, was euch bedrückt, was euch abfuckt und wendet es gegen euren Gegner an. So, das kann ich euch mit auf den Weg geben. Wo hast du Tänzer kennengelernt? Im Facebook, ganz kurios, obwohl wir aus derselben Stadt kommen, kommen beide aus Soest und haben uns vorher noch nie gesehen. Und wir haben hier 30.000 Einwohner, also hier kennt eigentlich jeder jeden. Habe ich den alten Lachsnacken über Facebook kennengelernt. Ja, habe ihn angeschrieben. Der hatte damals irgendwie so ein Video hochgeladen über seinen Privataccount. Das wurde dann von zigtausenden geteilt. So, weil es war einfach super lustig. Er hat da so Tanzmoves hingelegt und dazu noch gerappt. Das war einfach göttlich. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ey, hast du nicht mal Bock, was zusammen zu machen und so. Und dann ist er einen Nachmittag zu mir nach Hause gekommen. Und dann haben wir einen Track geschrieben. Der ist aber heute nicht mehr online. Der schimpft sich Ninjas im Lambo, total behinderte Nummer eigentlich. Aber war super lustig auch. Ja, und dann, ich hatte eigentlich vor, so ein bisschen in die Akustik-Schiene zu gehen. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er nicht irgendwen kennt, der gut Gitarre spielt. Und der Junge spielt seit 12 Jahren Gitarre und dann sind wir so zueinander gekommen. Er hat ein paar akustische Elemente für mich eingespielt und ja, keine Ahnung, irgendwie hat sich das dann so ergeben. Er hat dann auf einmal beim BRT mitgemacht oder wie das hieß. Dann habe ich gesagt, ey komm, ich kann dir die Videos machen, ich habe da ein bisschen Erfahrung. Ja, dann kam das eine zum anderen und er ist auf einmal voll der überkrasse Durchdreher in Sachen Mix und Mastering und dann haben wir unsere Firma letztes Jahr gegründet, Medienflug, und ja, jetzt haben wir zusammen bei diesem ganzen Battle-Turnier mitgemacht und ja, sind die übelsten Brudis geworden und das zu der Liebesgeschichte von mir und Tänzer. So, was hältst du vom Plankton-Weed-Tape? Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, der Schwamm kann rappen. Flowlich und reimtechnisch ist das auf jeden Fall ein ganz großes Kino. Ich habe es mir angehört. Ist auf jeden Fall flowlich und reimtechnisch richtig krass, aber ist mir zu eintönig mit diesem ganzen Waffengelaber. Ich bin der Schwamm-Kokain-dealende, Unterwasser-lebende, weiß ich nicht was. So nach dem Motto in jedem Song. Nee, muss ich nicht haben. Ich habe es einmal gehört und das reicht und ja. Ja, letzte Worte. Danke, dass ihr euch das hier reingezogen habt. Checkt unseren YouTube-Kanal, das wäre nice auf jeden Fall. Und bleibt sauber, bleibt euch treu. Grüße an Blubi, Grüße an die Supporter und bleibt sauber.